Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten, und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Ja, und nach diesem unglaublich geilen Intro möchte ich euch recht herzlich begrüßen zu Let's Play Dragon Age Origins. Und ich freue mich sehr, sehr auf dieses Let's Play. Es ist lange her, dass ich es gespielt habe, aber ich habe mir einfach gesagt, da in diesem Jahr 2014 im September der dritte Teil der Reihe rauskommt, muss ich einfach nochmal 1 und 2 Let's Playen. Und ich freue mich riesig. Es ist lange her, dass ich es, wie gesagt, gespielt habe und ich kann es kaum erwarten, nochmal dieses wirklich unvergessliche Abenteuer mit euch zu erleben. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht so viel quatschen am Anfang, da wir noch bei diesem Let's Play genug Zeit haben, uns über alles Mögliche zu unterhalten. Und deswegen legen wir auch gleich los hier mit der Charaktererstellung. Da habe ich lange nachgedacht, ob ich, also welches Volk ich spiele. Ich kann es euch doch nochmal zeigen. Also erstmal können wir hier grundlegend uns entscheiden für Mann oder Frau. Wir werden natürlich einen Mann spielen, also ich glaube, das ist gar keine Frage. Dann gibt es hier verschiedene Völker, die Menschen, die Elfen und die Zwerge. Ich habe mich letztendlich für den Menschen entschieden, weil als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, habe ich einen Menschen gespielt und ich denke mal, das wäre auch eine gute Wahl, wenn wir das auch für das erste Let's Play machen. Und der Zwerg liegt mir auch sehr nahe, da ich da die Herkunftsgeschichten sehr interessant fand. Und ja. Aber wir entscheiden uns für die Menschen. Ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion. Bei der Klasse gibt es jetzt wieder drei Möglichkeiten. Das ist
vom Volk, von jedem Volk her anders. Also beim Elfen gibt es auch alle drei, aber beim Zwerg kann man kein Magier spielen. Da würde ich ganz gerne zwischen, also man hat die Wahl zwischen Krieger, Magier und Schurke. Ja, Schurke. Und ich würde ganz gerne den Krieger spielen, wie auch bei meinem ersten Mal. Weil ich ehrlich gesagt dieser Hau-drauf-Typ bin. Die Rüstungen sind in dem Spiel echt sehr, sehr cool und deswegen würde ich ganz gerne den Krieger spielen. Und ja, also würden wir dann ein Mensch, männlich, Krieger nehmen und von Herkunftsgeschichten von den sechs gibt es hier nur eine. Und dann nehmen wir den menschlichen Adligen. Grüße! Ja, und jetzt kommen wir hier zu einer riesigen Charakterauswahl, die es so eigentlich in wenigen Spielen gibt. Hier können wir bestimmte Voreinstellungen wählen. Ich habe mich jetzt, habe ich gestern spontan entschieden, mich für so einen Typen entschieden, weil da die Frisur mir irgendwie am nächsten liegt. Wir ändern aber daran noch ein bisschen. Das soll auch jetzt alles gar nicht zu lange dauern. Tattoos nehmen wir nicht. Haare. Bart nehmen wir nicht. Ich wollte ein paar Bartstoppeln nehmen. Das können wir auf jeden Fall machen. Ja, so. Haar- und Bartfarbe. Ja, welche nehmen wir da? Die. Bartstoppelfarbe. Ja, das müsste die gleiche sein, oder? Ja, oder? Ja, das ist die gleiche. Hier könnten wir noch so viel wirklich ändern und ich möchte hier ehrlich gesagt auch gar nicht so viel noch verändern. Was ich aber euch noch kurz zeigen möchte, ist eine Sache, dass wir hier das Porträt, unser Anzeigebild während des Spiels ändern können. Da gibt es verschiedene Ausdrücke, so einen Checkerblick, so einen aggressiven Blick und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war's. Oh. Okay, so weit bin ich noch gar nicht gegangen. Den kannte ich noch gar nicht. Das sieht mega behindert aus, aber ich denke mal, wir wählen hier einen ganz normalen Blick mit einem anderen Hintergrund, nicht so langweilig. Der hier sieht doch gut aus. Und von Stimmen her möchte ich euch erstmal kurz alle vorspielen und dann werden wir uns für eine davon entscheiden. Mein Zauber hat nicht funktioniert! Und alles in Ordnung? Grüße. Also gut, das hat nicht funktioniert. Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Ich konnte den Zauber nicht aufrechterhalten. Grüße. Ich habe die Konzentration verloren. Ja, und ich schwanke ehrlich gesagt zwischen dem mystischen Typ und dem Gewandtyp. Ich weiß Grüße. ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, wir nehmen den Mystischen. Das wäre eigentlich mir so am liebsten. Ja, so könnte es eigentlich alles bleiben. Vielleicht noch die Nase, nicht so eine Spitze. Okay, keine Hakennase, sowas hier. Nein, keine Hakennase. So eine Nase hätte ich ganz gerne. Vielleicht nicht so groß. Ja, das sieht aus. Okay, den nehmen wir. Und vom Namen her dachte ich zuerst, Drakando ist nicht jetzt so entscheidend für das Spiel, aber Aiden hört sich eigentlich auch gar nicht so schlecht an. Deswegen, ich würde es jetzt einfach bei Aiden belassen, weil Drakando, weiß ich nicht, passt nicht so richtig zu dem. Und ja, ich glaube, wir müssen ja nicht jeden Charakter bei uns Drakando nennen. Das ist ja auch Quatsch. Aiden ist ein super Name, finde ich, für unseren Helden. Und deswegen werden wir das Spiel jetzt mit Aiden beginnen. Hier ist die nächste Sache, unser Schwierigkeitsgrad. Ich habe lange überlegt, auf welchem ich spielen möchte. Ich belasse es erstmal bei normal. Wenn nicht, dann ändern wir das zwischenzeitlich noch, das ist gar kein Problem. Ja, und dann beginnen wir hier das Spiel mit unserem neuen Charakter. Und jetzt kommt hier nochmal ein Ladescreen. Ich hoffe, der dauert nicht so lange. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht einschätzen, wie lange das jetzt hier dauert. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch so alles sagen werde. Ich glaube, das klärt sich alles im Nachhinein. Und es kommt gleich noch ein Intro für unseren Helden. Da werde ich wieder meine Klappe halten. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, riesig und genieße es einfach. Ja.
Seit Generationen herrscht die Familie der Kuslins über die Ländereien von High Ever und wird von ihren Untertanen geschätzt und geachtet. Als die Armee von Orléans das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Kuslenz mit dem König in die Schlacht. Aber nicht gegen Orléans, sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann werden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Ich erwarte die Vorhut noch heute Nacht. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein. Das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja, allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Immerhin stinken sie ähnlich. Tut mir leid, ich hab dich gar nicht gesehen. Hau, ihr erinnert euch an meinen Sohn? Er ist zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen. Freut mich, dich wiederzusehen, Junge. Ja, und hier wird uns schon gleich am Anfang eine entscheidende Sache in Dragon Age Origins vorgestellt, nämlich die Gespräche. Das ist sehr entscheidend, und auch sehr gut gemacht. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie wir antworten können. Und ich möchte immer nur das vorlesen, was wir auch theoretisch in dem Spiel sagen würden. Jede einzelne Möglichkeit, die wir anklicken können, hat einen anderen Gesprächsverlauf zur Folge. Und an dieser Stelle würde ich einfach nur den Gruß erwidern und sagen gleichfalls Arl Owen. Meine Tochter Delilah hat nach dir gefragt. Vielleicht sollte ich sie beim nächsten Mal mitbringen. Ich bin jetzt einfach mal recht höflich und sage ja, das wäre nett. Gut, sie spricht ständig von deinen Fähigkeiten als Krieger. Ich denke, du hast eine Bewunderin, junger Mann. Na, ich habe dich jedenfalls nicht ohne Grund rufen lassen. Solange dein Bruder und ich weg sind, bist du für das Schloss verantwortlich. Ja, okay. Ich tue mein Bestes, Vater. Genau das wollte ich hören. Es werden nur einige Wachen zurückbleiben und du musst den Frieden in der Region wahren. Du kennst das Sprichwort. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Außerdem möchte ich dir jemanden vorstellen. Bitte, schick Duncan herein. Es ist mir eine Ehre, in eurer Halle Gast zu sein, Taryn Kusland. Ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde, eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Mein Sohn, Bruder Aldous, hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich. Ja, und ich denke ehrlich gesagt, dass das eine gute Stelle ist, um diesen Part erstmal zu beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und in dem nächsten Part werden wir dann das Gespräch mit unserem Vater Arl O und Duncan fortsetzen und erfahren, was es mit den grauen Wächtern auf sich hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!